Ich bin aktuell am Gardasee in Italien. Und ja, hier gibt es eine Süßwasserschleimfischart. Und soweit ich weiß, die einzige Süßwasserschleimfischart. Und ja, die wollte ich euch halt mal ein bisschen zeigen und dokumentieren. Ich würde sagen, wir gehen mal ein bisschen schnorcheln. Ich war eben schon mal drin, hab mal geschaut. Hier, der Spot ist eigentlich echt perfekt an den Felsen. Und ja, zeige euch die mal so ein bisschen. Los geht's. Ja, wie gerade schon gesagt, Felsen im Wasser sind eigentlich immer der optimale Ort, um nach Fischen zu suchen. Könnt ihr euch mal merken. Auch wenn ihr am Meer seid, wenn da Steine reingehen, da sind die meisten Fische. Ja, unter Wasser sieht man jetzt auf jeden Fall auf den ersten Blick erstmal diese Ukelei, nennen die sich. Alburnus alburnus. Es ist ein ca. 15 cm langer Fisch, der in großen Schwärmen im Gardasee lebt. Und die Tiere halten sich, soweit ich gesehen habe, überwiegend an den Felsen im Uferbereich auf und ja, jagen dort nach Insektenlarven und fressen Phytoplankton.